So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Und wie schon zuletzt oft wiederholt, muss ich auch dieses Mal sagen, es hat wieder sehr lange gedauert. Aber wie gesagt, Arbeit geht vor und dies zurzeit wirklich massiv und dementsprechend habe ich wirklich sehr, sehr wenig Zeit zu spielen. Aber zumindest habe ich die Saison zu Ende gespielt. Das war doch schon mal gut. Neue Saison begonnen. Ich möchte euch einfach jetzt zeigen, wie der Kader aussieht. Ich habe etliche Abgänge und so weiter und so weiter. Und das Wichtigste ist, ich möchte heute an die Börse gehen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Aus welchem Grund? Ihr wisst ja, ich möchte unbedingt nach England. Und wir gehen jetzt erstmal kurz auf die Mannschaft, damit ihr das ein bisschen besser versteht. Also die, die dann Videos gesehen haben, wissen eh schon, was passiert ist. Für alle anderen, es war so, ich habe mit Platz 3 abgeschlossen in der letzten Saison, war es natürlich auch sehr glücklich und zum Schluss bis auf einen Punkt dann von Platz 4 auf Platz 3 gestiegen. Nichtsdestotrotz ist die Mannschaftsstärke auch letztes Jahr nicht wirklich so gewesen, dass ich realistische Chancen hatte, da Meister zu werden. Ich muss sagen, dass ich auf vielen Positionen einfach viel Geld investieren muss, das ich natürlich nicht investieren möchte. Das heißt, es ist einfach so eine grundlegende Entscheidung dann gewesen, schon Ende letzter Saison, was macht man jetzt mit dem Geld? Ihr seht ja, ich habe ja 378 Millionen, also es wäre schon Geld da, aber wenn man sich die Mannschaft hier ansieht, es gibt schon Positionen, wo ich mich verstärken könnte und ich müsste mich deutlich verstärken. Und die gibt es halt nicht für 10, 12 Millionen, sondern die kosten halt einfach mal 60, 70 Millionen. Und da stellt sich die Frage, ob ich das will. Und ich möchte das nicht. Warum? Weil ich tatsächlich jetzt auch in dieser Saison nicht um die Meisterschaft spielen möchte. Mein primäres Ziel war tatsächlich vor PSG zu stehen und ich glaube, die letzte Saison hat deutlich gezeigt, dass wir die stärkere Mannschaft sind. Wir sind Pokalsieger geworden. Ich habe auch noch den Supercup gewonnen, gleich jetzt am Anfang gegen Nizza mit 2 zu 1. Also, ich würde jetzt sagen, vor allem jetzt Momentaufnahme sind wir tatsächlich die Nummer 1 in Paris und das wollte ich eigentlich auch erreichen. Und die Mannschaftsstärke ist wirklich jetzt so, dass wir tatsächlich kein Abstiegskandidat sind, sondern wirklich um die europäischen Plätze kämpfen, auch was die Stärke angeht. Und also, wie gesagt, auf die 2 Jahre finde ich, habe ich doch einiges erreicht. Und nichtsdestotrotz geht es jetzt darum, zu entscheiden, bleiben, Geld investieren und die Meisterschaft anvisieren oder tatsächlich jetzt schauen, vieles zu Geld machen und dann an die Börse gehen und dann mit so viel Bargeld wie möglich nach England wechseln. Und das ist jetzt tatsächlich das Ziel. Das heißt, ich habe einen Vertrag, der läuft natürlich noch. Und sollte das passende Angebot kommen, würde ich auch während der Saison wechseln. Ansonsten werde ich dann am Ende der Saison einen Verein suchen in England, wo ich unterschreiben könnte, weil ich habe ja die Ausstiegsklausel im Vertrag. Also je nachdem. Also wenn das richtige Angebot kommt, würde ich nach England wechseln und ich möchte auch nur nach England. Ich habe schon auch tatsächlich die Idee gehabt, dass ich auch nach Deutschland mal zurückgehe, weil, wie gesagt, mein Lieblingsverein, falls das niemand weiß, das weiß wahrscheinlich keiner, ist tatsächlich der SC Freiburg. Das heißt, dementsprechend nach dem England-Abenteuer wäre es einfach mal dann auch an der Zeit, vielleicht wieder nach Deutschland und vor allem Freiburg zu kaufen. Und ja, das wäre so mal in die weitere Zukunft geschaut. Okay, dann was habe ich gemacht? Ich habe sehr viele Spieler tatsächlich zu Geld gemacht. Da gehen wir jetzt einfach mal auf Transfers. Man sieht hier schon, ich habe genau für 2 Millionen Spieler gekauft und einen tatsächlich nur gekauft, weil ich ihn unbedingt haben wollte. Lucas Hernandez, zwar 37 Jahre alt, aber ja, ich wollte ihn einfach haben. Also erstens habe ich Olympique Lyon ein bisschen geschwächt und außerdem hat es einfach, ja, ist noch ein echter Star und dementsprechend, er hat auch noch ordentlich Stärke. Ja, habe ich einfach mal
aus Spaß gemacht. Ansonsten sieht man hier, es sind sehr viele Spieler gekommen. Die meisten habt ihr ja schon gesehen in den Videos davor. Alle ablösefrei. Ich habe auch einen Großteil oder einige dann ausgeliehen. Man sieht auch hier, ich habe noch drei Spieler, die tatsächlich jetzt noch gehen sollten. Und die werden auch gehen, so wie es aussieht mit den Transfersummen, sind wir uns eigentlich fast schon einig. Das heißt, die drei werden auch noch gehen. Und man sieht hier schon meine Bilanz, 315 Millionen. Entscheidend ist natürlich, ich habe Pietermatt verkauft für 71 Millionen. Das ist ein sehr großer Deal gewesen zu Atletico. Ich habe hier zum Beispiel Dos Santos nur ausgeliehen worden, aber Penny ist für 24 Millionen rausgegangen, auch deutlich über Marktwert. Und man sieht halt, es läppert sich dann zusammen, 13, 16 Millionen, 20 Millionen, 21. Also sind sehr viele Spieler für mittlere Beträge gegangen, aber zum Schluss, wie gesagt, summiert sich das alles dann doch deutlich. Und man sieht auch hier noch, das ist zum Beispiel ein super Deal gewesen. Ich habe Avci tatsächlich verkauft. Ich habe Masiden hier ausgeliehen oder ablösefrei geholt, dann erstmal an Freiburg ausgeliehen und danach haben sie 23,5 Millionen geboten. Also ich weiß nicht, was da los war, aber als das Angebot kam nach der Leihe, die hatten gar keine Kaufoption, sie bieten mir 23,5 Millionen, also da muss man natürlich ja sagen. Also das war ein Mega-Deal. So, also dementsprechend, man sieht, ich habe sehr viel Geld gemacht. Was habe ich noch gemacht? Beim Sponsoring habe ich noch versucht, ein bisschen was rauszuholen. Naja, hat nicht so ganz geklappt. Statt 700.000 habe ich jetzt neun Sponsor mit 1,18 Millionen. Also doch ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich stark und viel. Bei den Banden sind wir auch noch wirklich nicht so dolle. Man sieht auch allgemein, die Sponsoreneinnahmen sind wirklich minimalst, also da wäre noch der Weg sehr weit, um tatsächlich dann mal so schlagkräftig zu sein, dass man auf die Meisterschaft gehen kann. Vor allem, wenn wir jetzt tatsächlich, ich sehe jetzt mal die Mannschaften, mit denen wir uns vergleichen, also nehmen wir mal jetzt Lyon, das ist einfach auch vom ganzen Finanziellen echt schwierig damit zu halten. Marseille auch sehr stark. Nizza müssen wir auch nicht, das ist auch eine sehr starke Mannschaft. Monaco nicht mehr so, aber wir haben natürlich noch PSG. Wir haben noch Lille, auch wenn die jetzt das erste Spiel verloren haben. Also es sind einige wirklich größere Mannschaften, wo es jetzt über kurze Zeit schwierig wird, vorbeizukommen. Also dementsprechend, ja. Aber die Debatte stellt sich gar nicht. Was ist noch passiert? Eine ganz gute Sache ist, da gehen wir mal kurz auf die Jugendmannschaft. Ihr wisst es ja oder könnt es euch vielleicht in den älteren Videos anschauen, wie die Jugendmannschaft aussah, als ich Paris FC übernommen habe. Man sieht jetzt, wie sich das jetzt entwickelt hat. Und ich habe am Ende der Saison, kommt ja diese Auflistung, die zweitbeste Jugendarbeit der Welt gehabt. Also ich glaube, Platz 1 war Arsenal, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir gewannen mit einem Punkt Zweiter dahinter. Also man sieht, das System funktioniert. Wir haben hier, das ist jetzt kein Jugendspieler von mir, aber wir haben auf jeden Fall, muss ich mal schauen, was sind unsere Jugendspieler? Die haben ausgeliehen, glaube ich, ja. Wir haben ja einigen Jugendspieler Verträge gegeben. Gehen wir mal kurz auf Verträge. Laien. So. Wo sind sie? Das ist zum Beispiel ein Jugendspieler von uns. Ausgeliehen. 3,3 Millionen. Und was haben wir noch gehabt? Irgendwo war noch ein Jugendspieler. Ich glaube, war das unsere? Ich weiß es gar nicht. Nein, der war nicht von uns. Der auch nicht. Ja, das kommt davon, wenn man nicht einmal seine eigenen Jugendspieler kennt. Aber jetzt das hier, der zweite Stürmer war das. 6,3 Millionen schon. Aber wichtig ist, dass er tatsächlich spielt. Und bei mir ist es halt schwierig.
Und so habe ich ihn einfach in die zweite Liga ausgeliehen, damit er ordentlich Spielzeit bekommt und dann nochmal zurückkommt. Ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich jetzt noch eine richtig große Sache mache, aber dazu habe ich mich dann doch nicht überwinden können. Ich habe überlegt, ob ich Ross verkaufe. Der würde nochmal bestimmt an die, ja, bestimmt 80, 90 Millionen bringen. Würde mich zwar extrem schwächen in der Innenverteidigung, obwohl ich von ihm einfach überhaupt nicht überzeugt bin. Und jetzt, wo ich Hernandez habe, wäre es vielleicht erst recht, so eine Idee, das vielleicht doch noch zu machen. Aber ja, ich weiß es nicht. Also, Thematik wäre natürlich, wenn ich da jetzt 80 Millionen mehr hätte, dann würde auch durch den Börsengang einfach mehr Geld reinkommen. Aber ob ich jetzt tatsächlich bis aufs Letzte, ich glaube nicht. Und dementsprechend glaube ich, möchte ich ihn einfach behalten. Ja, die Mannschaft ist eigentlich im Vergleich zum Vorjahr fast gleich geblieben. Also es hat sich nichts verändert, außer dass jetzt Stipica tatsächlich jetzt Stammspieler ist in der Verteidigung. Also erstmal, weil Hernandez ist jetzt da. Das heißt, er wird wahrscheinlich wieder als Backup rausrutschen. Ansonsten ist nicht wirklich von den Stammkräften ist alles gleich geblieben, außer dass jetzt hier Cordell oder wie auch immer heißt, zurückgekommen ist aus seiner Leihe und jetzt mit Stärke 77 bei mir einfach gesetzt ist. Ja, mehr hat sich nichts getan. Die ganzen ablösefreien Spieler, die gekommen sind, sind als Backup eingeplant, aber man sieht auch schon, die erste Elf ist ordentlich stark und danach wird es dann deutlich schwächer. Also der Backup ist doch auch gezielt jung und auch gezielt dann auch nicht so stark, weil wie gesagt, ich habe so viel wie möglich zu Geld machen wollen. Gut, aber jetzt lang geredet, jetzt machen wir es einfach mal. Wir gehen auf Finanzstatus, wir gehen auf Börsengang und dann sehen wir hier natürlich im, haben wir alles geschafft, wir haben Gewinn gemacht, wir haben keine Schulden, wir haben genügend Sicherheiten, wir spielen in der ersten Liga. Dementsprechend gehen wir jetzt an die Börse und bei 20% würde zwischen 174,6 Millionen und 213,4 Millionen einnehmen. Das ist doch wunderbar. Also gehen wir damit an die Börse und Häkchen dahinter. Und jetzt kommt dieser sehr berühmte Bildschirm. Ich finde, das ist immer für jeden Verein, vor allem wenn man den Verein kauft, ist es so diese nächste Stufe, um dann tatsächlich oben anzugreifen, vor allem mit ganz großen Vereinen dann mithalten zu können. Ja, da sehen wir jetzt hier schon. Das Bargeld liegt bei 572 Millionen plus mein Privatvermögen dazu. Jetzt, wenn wir mal auf Rechtsklick gehen, dann sehen wir mal Wert des Clubs. Und dann sind wir in einem Bereich von 1,12 Milliarden. So. Ich würde sagen, ich habe es geschafft, das, was ich vorhatte, und kann jetzt entspannt die Saison einfach funny durchspielen, solange wie ich halt spielen kann und das passende Angebot kommt. Ich wollte jetzt nur mal sehen, was der Wert vom PSG ist. Also, und das habe ich in 2 Jahren geschafft. Frage stellt sich, okay, wir haben noch Lyon, die noch wertvoller sind. Und dann wird es aber, glaube ich, auch dann schon wieder. Das war's dann. Lille vielleicht noch? Nein. Also, wir sind auch vom Marktwert tatsächlich hinter PSG und Lyon der drittwertvollste Verein in Frankreich. Und das auf 2 Jahren, glaube ich, ist wirklich ganz ordentlich.
Was ich jetzt noch machen möchte, ich gehe jetzt auf Privatbereich und gehe auf Aktien und kaufe mir jetzt gleich nochmal von meinem Verein für die 100 Millionen einfach mal so viel Aktien, wie viel gehen. Und dann hoffe ich natürlich, dass die Aktien sich binnen einer Woche noch verändern, damit ich da auch noch ordentlich Gewinn machen kann. Normalerweise schießt die Aktie immer nach oben, gleich nach der ersten Woche. Und ich hoffe auf 40, 50 Millionen Gewinn. Dann würde ich die Aktien wieder abgeben und dann glaube ich, würde ich sagen, können wir uns langsam auf England freuen, auf hoffentlich einen passenden Verein. Man sieht hier, ich habe noch ordentlich Aktien von anderen Vereinen, wenn man jetzt auch hier sieht, von Chelsea 23% Gewinn. Die könnte ich jetzt mal alle verkaufen. Habe ich wieder übersehen, dass ich so viel Gewinn habe. Liverpool können wir noch ein bisschen warten, da geht bestimmt noch was nach oben. Ja, das heißt, im Endeffekt ist alles wirklich gut. Von Lyon habe ich auch noch. Da hoffe ich, dass was passiert. Okay, dann würde ich sagen, ich beende schon mal dieses Video. Ich würde sagen, wir sehen uns nach ein paar Spieltagen wieder oder es passiert etwas Spannendes und ich finde den passenden Verein. Was Sie natürlich noch machen können, Sie könnten mir natürlich noch irgendwelche Vereine sagen, die euch in England irgendwie interessieren würden oder wo ihr sagen würdet, das wäre ein toller Verein. Ich zeige euch jetzt mal hier die Tabelle aus der Premier League. Da sind auch etliche Vereine, die ich mir tatsächlich leisten könnte. Ja, das ist tatsächlich die Premier League. Also man sieht schon sehr viele schwache Mannschaften oder schwach darf man gar nicht sagen in England, aber doch Mannschaften, wo man nicht geglaubt hätte, dass sie tatsächlich in der Premier League bleiben. Und dann schauen wir uns mal die Championship an. Da haben wir auch ordentlich interessante Vereine. Also ich habe schon so zwei, drei, die mich wirklich reizen würden. Und ich glaube, dass wir mit über einer Milliarde auch tatsächlich gleich in die Premier League wechseln könnten und uns dann einen Verein kaufen. Ich könnte einfach mal jetzt so die Werte mal durchgehen, wenn wir sehen, was die alle so wert sind. Zum Beispiel Leeds wäre drin, Blackburn Rovers wären auch drin, Hull natürlich erst recht. West Bromwich Albion natürlich auch, aber obwohl eine Milliarde auch noch. Portsmouth auch. Newcastle wird zwar ein bisschen knapp mit den Finanzen, aber Bristol, also Arsenal natürlich nicht, 3 Milliarden ist schon Wahnsinn, Chelsea nicht, Liverpool auch nicht. Okay, Tottenham. Also die Top-Clubs können wir noch nicht angreifen. Aber ich würde mal sagen, so ab Platz 10 aufwärts wäre durchaus was drin. Middlesbrough natürlich, das wäre schon mega. Watford ist drin. Derby wäre auch drin. Also es gibt einige in der Premier League, die wirklich tatsächlich kaufbar werden, was die Summe angeht. Und natürlich kommen auch noch viele aus der Championship dazu. Wenn ihr irgendwelche Vereine habt, die ihr sagen würdet, das wäre ein Verein, der muss nach oben oder der euch irgendwie interessiert, dann schreibt es mal rein und vielleicht picke ich den dann einfach raus. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nochmal, es tut mir wirklich leid, dass nicht mehr Content kommt, aber sollte ich jetzt mehr Zeit haben, wird auch mehr kommen, verspreche ich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Ich hoffe, ihr habt mehr Zeit zum Spielen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.